Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte jetzt noch auf ein paar Dinge eingehen, die ich in meinem Survival-Unfood-Video wohl scheinbar auch nicht so hundertprozentig korrekt wiedergegeben habe, beziehungsweise von euch kamen ein paar tolle Anmerkungen und deshalb finde ich, können wir da einfach noch mal ein bisschen diskutieren, beziehungsweise ich diskutiere und ihr schreibt mir noch mal was drunter und gegebenenfalls diskutieren wieder noch mal. Das kann sich jetzt irgendwie ewig hinziehen, wenn es dumm läuft, aber naja. Alternativ könnt ihr auch alle bei mir vorbeikommen und wir stellen uns einen großen Kreis in den Wald und... Oh nee, wir machen einen Sitzkreis, noch besser. Wie dem auch sei, ich wollte nochmal darauf eingehen, was habe ich eigentlich gemeint mit dem Ganzen, dass das nutzlose Nahrung in Anführungszeichen ist. Das nutzlos bezieht sich jetzt einfach mal auf die Kalorienzufuhr. Weil das, woran man als allererstes stirbt, ist einfach das, dass man nicht genug Kalorien bekommt. Beziehungsweise man stirbt nicht sofort dran, aber man wird schlapp und kraftlos, also man kann zwar schon mehrere Monate sogar ohne Essen überleben, 2 bis 3, je nachdem wie viel Speck und Körpermasse vorher vorhanden ist, ist normalerweise ohne weiteres möglich, aber das geht davon aus, dass man unter irgendeinem Felsen liegt und nichts tut. Wenn man sich zusätzlich noch bewegt, dann geht einem sehr, sehr schnell die Kraft einfach aus, dass man sich nur noch sehr langsam bewegt. Und einfach schlapp und kraftlos sich fühlt, haben viele Leute berichtet, die mal längere Zeit mit ganz, ganz wenig oder fast keiner Nahrung auskommen mussten. Und das kann nicht Sinn der Sache sein, weil man wird auch unaufmerksam, wenn man noch das Bedürfnis hat, sich irgendwohin fortzubewegen, ist es einfach gefährlich, dann allein normal rumzulaufen, weil das Verletzungsrisiko steigt. Entscheidungen, die man vom Hirn her treffen muss, werden auch unberechenbarer, die Konzentration nimmt ab, man ist eigentlich für nichts mehr zu gebrauchen und gerade in einer Notsituation ist das ein Zustand, der sich nicht einstellen sollte. Daher ist das Wichtigste, was man zuallererst mal klarstellen muss, ist das unmittelbare Überleben. Das ist je nach Situation, dass man was zu trinken braucht, wenn es heiß ist, dass man Wärme braucht, wenn es kalt ist, dass man ein kühles Plätzchen braucht, wenn es heiß ist und dann braucht man auch wieder was zu trinken. Und als nächstes kommt, wenn diese Dinge, die einen quasi noch schneller umbringen als das Nichtverfügbarsein von Essen, kommt dann einfach Essen. Und bei Essen ist das Erste, was wichtig ist, tatsächlich schlicht und ergreifend der Brennwert vom Essen, dass man Energie bekommt, mit der man weiterhin funktionieren kann. Erst wenn dieses Energieproblem dann quasi langfristig gelöst ist, kann man sich darum kümmern, dass man auch Vitamine, Mineralstoffe zu sich nimmt. Weil bis die alle gehen, das dauert lange, lange, lange. Und wenn man das Energieproblem gelöst hat, hat man in 80% der Fälle das Mineralstoffe- und Vitaminproblem gleichzeitig mitgelöst. Nur wenn man sich jetzt zum Beispiel nur von einer Sorte Nuss beispielsweise ernährt, dann hat man wahrscheinlich irgendwann einen Mangel von den Dingen, die in dieser Nuss nicht drin sind und müsste dann. Und da wäre sie dann in dieser Situation, ab da wäre dann zum Beispiel grüne Blätter fressen wieder nützlich, weil dieser Salat in Anführungszeichen zwar keine Nährstoffe, aber durchaus Vitamine und Ähnliches enthält. Also in so einer Situation, ja, dann ist dazu was gut. Daher tut es mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, das Grünzeug wäre zu überhaupt nichts gut. Man kann es natürlich auch als Ergänzung zu seiner normalen Ernährung daheim verwenden, wobei dann braucht man es nicht, wenn man auch einen Eisbergsalat futtert oder einen Kopfsalat oder was auch immer. Natürlich ist es dann lustiger und cooler und macht Spaß und dem einen oder anderen wird es auch sicherlich besser schmecken. Das ist ja alles legitim. Also wenn ich da in die Richtung zu viel gemeckert habe, dann tut es mir leid. Mir ging es jetzt wirklich um den Survival-Aspekt des Ganzen, dass das bei manchen Videos wirklich sogar als Survival-Food bezeichnet wird oder als Notnahrung. Und das ist es halt in erster Linie erstmal nicht, weil man einfach trotzdem verreckt. Man mag ja vitamingesättigt und mit vielen Mineralstoffen dann verrecken, aber jetzt werde ich schon wieder böse. Klar. Natürlich kann man es als Hobby machen, das darf dem einen oder anderen natürlich auch gerne gut schmecken, es darf auch allen gut schmecken, da kann ich auch super mit klarkommen. Was mir wichtig ist, ist gerade auch für die jüngeren Zuschauer oder die Anfänger unter uns, ist einfach dieser Aspekt mit dem, man wird davon nicht satt. Es hilft einem nicht, primär erstmal zu überleben. Es hilft einem dann erst später, wenn man es geschafft hat, sich eine Nahrungsquelle zu erschließen, die für Kalorien sorgt, dann hilft es einem beim Überleben. Vorher nicht. Also es ist an 5., 6., 7., 8. Stelle der Dinge, die man tun muss, wenn man wirklich in eine Survival-Situation in Anführungszeichen kommt, ist Grünzeug, also in Form von Salat, zusätzlich noch zu futtern, wenn man seine Vitaminversorgung noch ein bisschen anreichern will.
streiten sich diverse Gelehrte, ob das trotzdem überhaupt, selbst dann, noch überhaupt nötig ist, dass man noch so Grünzeug salatmäßig futtert. Weil wenn man eine vernünftige Versorgung aus verschiedenen Nüssen, in Anführungszeichen, Wurzeln plus tierischer Notnahrung, die man ja auch nicht vergessen darf, zu sich nimmt, dann braucht man eigentlich den Salat nicht mehr. Da streiten sich die Gelehrten. Man kann natürlich trotzdem essen und ich würde es wahrscheinlich auch tun. Allein schon, weil er da ist und das ist okay. Aber mir ging es jetzt wirklich primär um den Nährstoffgehalt, was ja das Allerwichtigste erstmal ist. So, also wofür sind jetzt diese Pflanzen dann trotzdem noch gut, wenn man jetzt zum Beispiel als Bushcrafter im Wald unterwegs ist und genug Nährstoffe intus hat, weil man ja daheim seine Spaghetti gefuttert hat? Dann kann man die natürlich noch trotzdem essen, wenn man folgende Dinge tun möchte. Man will abnehmen. Man stopft sich den Magen voll, einfach mit grüner Pflanzenmasse, die keine Nährstoffe enthält, und das ist eine super Diät. Ja, stimmt. Hat mit Survival, also Diät hat mit Survival ungefähr so viel zu tun wie nichts. Demzufolge, ja, ist natürlich lustig und mag für den einen oder anderen vielleicht sogar in Frage kommen. Ich überlege, ob ich das mal ausprobiere. So 2-3 Kilo, 4, vielleicht auch 5, wer weiß. Dann die Sache mit der Heilpflanze. Bei Heilpflanze, und da möchte ich gerne den Joe Vogel zitieren, der auch in einem Kommentar genannt wurde, ist so eine Sache. Man muss schon wirklich krasser Experte sein, um zu wissen, wie man jetzt den einen heilenden Stoff aus dieser Heilpflanze extrahiert und in welchem Verhältnis man den mit was mischen muss, damit das wirklich ein Medikament im klassischen Sinne gibt. Homöopathisch gesehen mag es vielleicht auch helfen, wenn man die Pflanze einfach so futtert. Es gibt auch ein paar Dinge, bei denen es tatsächlich so ist, dass das So-Futtern der Pflanze tatsächlich hilft, auch rein wissenschaftlich gesehen. Dazu gehört zum Beispiel die Weidenrinde, wenn ihr schon wisst, was ich meine. Wenn nicht, wartet bis zum Weidenvideo. Aber in der Regel ist Heilpflanzen echt so ein Ding. Auch der berühmte Spitzwegerich, Breitwegerich, Alpenwegerich, diese ganzen Wegeriche, die ja angeblich so wahnsinnig toll sind, wenn man sich eine Wunde zugefügt hat, dass man da den Wegerich draufpackt. Dazu gibt es einfach keine Aussagen, ob das wirklich was bringt. Das kann keiner beweisen. Dazu hat Rüdiger Nehberg was Interessantes gesagt, nämlich, ich habe es ausprobiert, habe Wegerich auf Wunde gepackt, Wunde hat sich geschlossen. Vielleicht hätte sie es auch so getan. Wer weiß. Ich finde das relativ interessant, weil man einfach nicht wirklich sagen kann, hat sich jetzt die Wunde besser geschlossen, weil ich Wegerich draufgepackt habe, oder hätte sie das auch so getan? Wenn man sich jetzt zwei identische Wunden zufügt und auf die eine Wegerich draufpackt und auf die andere nicht, dann heißt das nicht automatisch, dass wenn sich die Wunde mit Wegerich besser schließt als die Wunde ohne Wegerich, dass der Wegerich was geholfen hat. So einfach funktioniert das dann doch nicht. Das kann man dann natürlich glauben und man kann sich auch weiterhin Wegerich auf die Wunde legen. Aber bewiesen ist es deshalb noch nicht. Und da ich Wissenschaftler bin, werde ich hier nichts behaupten, was nur auf Vermutungen oder Esoterik beruht. Esoterik kann auch gut finden, wer das möchte, aber ich bin Wissenschaftler, das funktioniert nicht. Das wäre wie, nee, das geht nicht. Tut mir leid. So, dann Vitamine. Habe ich ja schon angesprochen, das ist so ziemlich das Letzte, was uns umbringt. Also Skorbut zum Beispiel wegen Vitamin-C-Mangel, das ist so die realistischste Mangelerscheinung, was Vitamine angeht. Alles andere braucht man nur in so geringen Maßen, dass man das mit einer normalen Wildnisernährung, also eine Wildnisernährung ist ja eigentlich im Prinzip schon nicht normal, aber das, was man so als Survival-Food dann wirklich futtern wollte, um eben auch seine Kalorien zu bekommen, das enthält gleichzeitig auch all die Vitamine, die man so braucht, bis auf Vitamin C. Das braucht man nämlich wirklich in so hohen Mengen, dass man da noch ein bisschen was Zusätzliches futtern muss. Was in der Hinsicht hilfreich ist, ist zum Beispiel das Schaboxkraut, was ich in meinem Schaboxkraut-Video erwähne. Aber da gibt es auch noch diverse andere Sachen. Vitamin C ist auch, wenn man weiß, wie, überhaupt kein Problem dran zu kommen. Da gibt es so ein paar Pflänzchen, die man da dann einfach noch mampfen muss, und hat sich das Ganze erledigt. Dann die Sache mit den Mineralstoffen. Wenn es daran tatsächlich mal mangeln sollte, dann schluckt ein bisschen Dreck und das Problem hat sich auch gelöst. Also wirklich Boden. Der besteht aus 70% Mineralstoffen in der oberen Bodenschicht. Wenn ihr tiefer grabt, besteht er aus 100% Mineralstoffen. Mineralstoffemangel ist einfach, wenn man in der Natur lebt, das kommt nicht vor. Das ist so unrealistisch, insbesondere wenn man noch zusätzlich zur pflanzlichen Notnahrung tierische Notnahrung nutzt, dann hat man keinen Mineralmangel. Das ist wirklich unrealistisch. Ja, und dann wäre da noch das Argument mit dem, das Zeug schmeckt gut. Sicher,
das darf dann natürlich jeder gerne Fichten, Nadeln und ähnliches futtern oder junge was auch immer Blätter oder den beliebten Sauerklee, wenn er einfach sagt, das ist lecker. Das ist natürlich völlig legitim und in Ordnung. Aber das ist so der Hauptgrund, weshalb ich dieses Video ursprünglich gemacht hatte, war halt einfach, das Zeug ist nur lecker, das ist nur schmackhaft und das gibt mir vielleicht psychisch was, aber das ernährt mich nicht. Das hat mit Survival nichts zu tun, das ist Wohlfühlen im Wald. Nicht, dass Wohlfühlen im Wald was Schlechtes wäre, aber das ist nicht Survival. Das war mir wichtig. Gut, was wollte ich denn noch sagen? Genau, es gab da noch ein paar Fragen, nämlich sind Nüsse Samen? Ja, fertig. Botanisch gesehen sind Samen sämtliche Reproduktionsorgane von Pflanzen. Das heißt, Nüsse, Beeren, beziehungsweise Beeren ist ein Samen in einer fleischlichen Umhüllung, die dazu sorgt, dass dieser Samen von Tieren gefressen wird und woanders wieder ausgeschissen, wo er dann weiter weg vom Baum keimen kann, als das der Fall wäre, wenn er einfach nur runterfällt. Es gibt da verschiedene Definitionen, ob das jetzt eine Steinfrucht ist, eine klassische Nuss ist, eine Sammelnussfrucht oder sonst was, aber das braucht uns eigentlich alles nicht interessieren. Das, was die Nährstoffe enthält, ist entweder die fleischliche Umhüllung des Reproduktionsorgans oder das Reproduktionsorgan selber. Wir fressen im Prinzip einen pflanzlichen Embryo, wenn wir irgendwelche Nüsse oder sonstiges Zeug mampfen. Das klingt jetzt erstmal böse, ist aber durchaus sehr sinnvoll und wird von allen Lebewesen, die auf solches Zeug angewiesen sind und nicht pflanzliche Blattmasse, grünes Zeug, das Photosynthese betreibt, fressen können, fressen halt dann eben die pflanzlichen Embryonen. Das ist nun mal so. Dann war die Sache mit den Pilzen. Pilze sind als Survival Food vergleichsweise ungeeignet, weil in der Notsituation verwechselt man dann vielleicht doch eventuell mal einen Pilz, auch wenn man gerade im Stress ist, und erwischt dann halt doch einen, den man nicht gut verträgt, und dann ist man relativ schnell im Arsch. Darf ich das so sagen? Egal. ja, das ist also, von den einen wird Pilze nicht als Survival Food angesehen, weil es halt eben zu gefährlich ist, das Verletzungsrisiko bzw. Verwechslungsrisiko. Und die anderen sagen, dass Pilze ohnehin auch wieder so wenig Nährstoffe enthalten, und da stimmt, da ist nicht viel drin, dass sich das gar nicht lohnt, den Aufwand zu betreiben, große Mengen Pilze zu sammeln, weil sie im Prinzip auch nur den Magen füllen und kaum für uns verwertbare Nährstoffe enthalten. Vor allen Dingen eben die Pilzfruchtkörper, also das, was wir wirklich im Wald sammeln, wenn wir Pilze sammeln gehen, so ein Champignon und so weiter und so fort, das ist gerade eben aus Absicht, das macht der Pilz schon bewusst, aus möglichst energiearmen Material zusammengebaut, weil sonst würde der Pilz ja unendlich viel Energie verbrauchen, um so einen energiereichen Fruchtträger dahinzustellen, der eigentlich nur die Funktion hat, dass die Sporen da drin hocken und dann da rausfliegen können. Das ist im Prinzip wirklich bloß ein Tragegestell für die Sporen. Das muss keine Energie enthalten, da hat der Pilz nichts von. Der Pilz hat auch nichts davon, wenn seine Sporen mitsamt des Pilzkörpers gefressen werden, des Fruchtkörpers heißt das Ding. Das hilft dem Pilz nicht weiter. Es wäre also für den Pilz ökologisch gesehen völlig bescheuert, wenn der nährstoffreiche Fruchtträger, Fruchtkörper dahinstellen würde in den Wald. Also Pilz enthält auch wieder so ein paar Vitamine und so ein bisschen was in der Richtung, aber relativ wenig. Also Pilzessen ist kulinarisch sicher toll, aber für Survival-Zwecke auch wieder relativ sinnlos. Knospen, wie schaut es mit denen aus? Kann man die wenigstens essen? Bringen die was, wenn man die futtert? Als Vitamine und Mineralstoffquelle ist so eine Knospe schon relativ sinnvoll. Davon können wir auch manches umsetzen. Nicht alles, was drin ist, was dann meistens dann auch wieder in Pflanzenmaterial quasi, das wir nicht abbauen können, geschützt ist. Und wir auch nicht drankommen, wenn wir das Pflanzenmaterial futtern. Zum Teil. Also Knospen würde ich wirklich sagen, wenn man jetzt Mineralien und Vitamine haben möchte, dann kann man durchaus auch mal ein bisschen Knospen futtern. Das ist aber auch wieder dann was, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, im Fall dessen, dass die Grundversorgung mit Kalorien schon gedeckt ist. Dann macht Knospen futtern Sinn. Mehr bringen die uns nicht, weil sie auch wieder nur aus zellulosehaltigem Material bestehen, das wir nicht abbauen können. Ja. Jetzt zu Knospe kann man noch einige botanische Details raushauen, aber das lasse ich jetzt sein, sonst wird das jetzt wieder zu lang. Also als Survival Food ist auch nicht so optimale Lösung. Bevor ich irgendwelche Blätter futtere und quasi gerade Knospen verfügbar sind, insbesondere harzige Knospen, möglicherweise auch zuckerhaltige Knospen, auch das gibt's, aber dann ist auch nur so wenig drin, dass man davon riesige Mengen mampfen müsste, um damit zu überleben, da würde der Aufwand, den man hat, um an das Zeug dran zu kommen, nicht den Nutzen, den man aus der Verdauung von dem Kram, der verdaubar ist, zieht, decken.
Also sprich, netto verhungerst du trotzdem wieder, weil du einfach nicht schaffst, mit wenig genug Energieaufwand an genug von dem Zeug, mit dem du was anfangen kannst, ranzukommen. Daher Knospen, also bevor ich überhaupt nichts esse, dann vielleicht Knospen. Insbesondere eben halt welche, die so leicht süßlich schmecken und bei denen man irgendwie den Eindruck hat, da ist noch irgendwas Zusätzliches drin, was so ein bisschen harzig schmeckt. Das könnte sein, dass da was ein bisschen verwertbare Zuckerstärke drin sind. Aber könnte sein, das weiß ich ehrlich gesagt tatsächlich auch nicht so hundertprozentig. Knospen also dann, wenn man nichts Besseres findet. Gut. Und was ist jetzt mit Blüten? Weil Blüten enthalten ja ganz offensichtlich Nektar und das ist ja was, woraus Honig ist. Und Honig ist ja energiereich. Jupp. Also Blüten ist was, was ich auch in einer super, super Notsituation, wenn ich nichts Besseres finde, dann machen auch Blüten Sinn. Also bevor man gar nichts isst, dann kann man mal versuchen, irgendwelche Blüten zusammenzusammeln. Das Doofe ist jetzt nur, dass die Mengen an Nektar pro Blüte unglaublich gering sind. Was dann letztendlich ja Honig ist, ein Glas Honig oder was, es sind ja zig Stunden von Arbeit von Tausenden von Bienchen. Das heißt, da sind also wahnsinnige Mengen von Blüten angeflogen worden und die tägliche Nektarproduktion dieser Blüte dann quasi gesammelt worden. Das könnten wir niemals, also niemals mit vertretbarem Energieaufwand. Möglicherweise wäre es möglich, dass man sich ein eigenes Glas Honig zusammensammelt, indem man tatsächlich den Nektar von zehntausenden Blüten zusammenkratzt. Aber bis man das geschafft hat, in Anführungszeichen, ohne eine zusätzliche Nahrungsquelle zu haben, ist man mit Sicherheit verhungert. Also das geht auch nicht. Wie gesagt, vielleicht für die Psyche, dass man wenigstens irgendwas futtert und sich zumindest einbildet, dass es ein bisschen was bringt, dann mag es vielleicht Sinn machen, irgendwelche Blüten zu mampfen, wenn man wirklich aus irgendwelchen Gründen nichts anderes findet. Wobei mir nicht klar sein soll, warum, wenn man Blütenpflanzen hat, zum Beispiel den Löwenzahn, bei der die Blüte Nektar enthält, man dann nicht einfach den Löwenzahn rausreißt und die Wurzel ist, die tatsächlich Nährstoffe enthält, mit denen wir was anfangen können. Deshalb ist dieses Szenario, dass man ganz auf Blüten angewiesen ist, ich weiß nicht, wie das dazu kommen sollte. So, jetzt habe ich, glaube ich, sämtliche Sachen, die da nochmal nachgefragt wurden, beantwortet, bis auf eine Sache. Das Rotwild ist doch auch Eicheln und Bucheckern. Da muss ich leider sagen, nein, tut es nicht. Das Rotwild ist der typische Raufutterfresser. Raufutterfresser? Ich glaube, so heißt es, ja. Ich gucke das nochmal nach und schreibe es euch hin, wenn es nicht so sein sollte. Das heißt, es ist im Prinzip eine Kuh. Die frisst Gräser, Kräuter. Im Notfall, wenn sie nichts anderes findet, im Winter frisst sie auch Baumrinde, was sie aber garantiert niemals frisst. Diese Kuh, also Hirsch, ne? Die Frau vom Hirsch heißt ja auch Hirschkuh, nicht von ungefähr. Was die definitiv nicht fressen, sind Eicheln und Bucheckern, weil die eben aufgrund ihrer verdauungshemmenden Substanzen bei denen übelste Blähungen und Bauchschmerzen verursachen würden. Die können die wirklich nicht abbauen und die würden sich hüten, so ein Zeug noch mitzufuttern. Da bin ich mir 99,7% sicher, dass das tatsächlich so ist. Also ein Hirsch, der Eicheln und Bucheckern frisst, ne, das gibt's nicht. Aber nicht böse sein, kann man ja mal verwechseln. Ja. So, und damit bin ich jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Das war jetzt auch erstaunlich lang dafür, dass ich eigentlich nur mal kurz nochmal drüber diskutieren wollte. Aber damit haben wir mal alles angesprochen, was in den Kommentaren bisher so drin stand. Ja, wenn jetzt nochmal ganz viele Kommentare hierzu kommen, dann diskutieren wir halt eben weiter und das dann geht dann so lange weiter, bis irgendwann keiner mehr was drunter schreibt. So, nur dass ihr es wisst. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.